ein Baum weiter ist Martina Lammel. Weil wenn Sie viele Leute zum Sommerschorle trinken einladen, brauchen wir viele Plätze. Und wenn man dann so alle Stühle aus dem Keller holt, dann hat man da manchmal so ein Sammelsurium da stehen. Geht ja auch so, ne? Ha, ja. Aber Martina hat eine geniale Idee. Wir bringen sie sozusagen optisch auf einen Nenner. Mhm. Und wir brauchen dafür Webteppiche. Und zwar habe ich diese Webteppiche hier im Einrichtungshaus gesehen, 8 € das Stück. Und habe einfach mal einen Schwung gekauft, weil sie mir super gut gefallen haben. Mir war von vornherein klar, die werden nie auf dem Boden als Läufer fungieren, weil die sind einfach, ja, das sind Stolperfallen. Sie rutschen halt immer die laufen dir hinterher in der Wohnung. Also das ist wirklich unpraktisch. Das stimmt. Aber es ist ein tolles Material und eben für diese Stuhleinhüllung total gut geeignet. Ich habe hier zum Beispiel einen Stuhl, das ist ein Unikat, der passt auch nicht so richtig in die Gruppe rein. Da habe ich mal eine Jeanshose draufgeklebt und das Ganze bemalt. Ja. Ist ein Unikat, aber eben wie gesagt, soll soll auch in die Reihe passen. Und der Trick ist, wir zerschneiden die Teppiche gar nicht und wir nähen auch nur von Hand. Und zwar klappe ich zuerst mal die Seiten so ein. Ja. Und drapiere das dann über den Stuhl. Das macht man natürlich besser, wenn der Stuhl auf dem Boden steht. Das ist etwas praktischer. Aber dann kann man es nicht so gut im Fernsehen. Kann man es nicht so gut filmen. So, dann wird das erstmal so draufgelegt. Und zwar so, dass wir hier unten einen schönen Abschluss haben. Also, dass die Fransen nach unten hängen und nicht irgendwie sowas. Und jetzt, je nachdem, wie hoch die Lehne ist, kommt hinten das Rückenteil wieder runter. Und das ist schon im Prinzip unsere Stuhlform. Jetzt muss man einfach darauf achten, dass der Stuhl wirklich abgedeckt ist. Also die sind ja nicht alle so ganz gerade wie jetzt dieser hier. Die Lehnen laufen teilweise auch konisch zu. Also das wirklich so drapieren, dass wir hier an der Seite genug Speck haben. Also das kann man noch mal so ein bisschen dröseln. Dass wir genug Speck haben, um das hier zu schließen. Mhm. Das ist schon der ganze Trick. Und das mache ich mit einem sehr stabilen Faden, den ich auf einer entsprechend großen Nadel aufgefädelt habe. Am Ende mache ich einfach einen Knoten. Und dann wird von Hand genäht. Mhm, weil das packt natürlich keine Maschine. 3-4 Lagen von diesem dicken Webteppich. Ja, vor allem, weil wir das ja auch direkt hier am Stuhl machen. Also das ist einfach die praktischere Variante. Ich mache das jetzt so ein bisschen blind um die Ecke rum. Ich habe ja schon geübt vorher. Und ich mache das wirklich mit Stichen, die man gut sieht. Also das, wer es drauf hat, der kann gerne einen Matratzenstich machen, sodass die Naht dann unsichtbar ist. Aber ich finde, es passt super zum Style dieser Teppiche, wenn man das wirklich gut sieht. Also einfach jetzt hier mit diesem Stich bis runter, auf beiden Seiten natürlich, also ohne das zu verschieben, damit mir das immer noch passt am Ende. Und dann brauchen wir hier auch noch einen Halt, dass es nicht verrutscht. Dann nehmen wir einfach jetzt diese Lage hier unten, schieben das so ein bisschen raus. So, ein bisschen raus und machen uns hier eine schöne Ecke. Also klappen das praktisch hier raus, so. Ja. Und dann, ich mache das jetzt ein bisschen nach Gefühl. Das ist auch blöd, wenn du jetzt von hinten dran siehst, ne? Ja, aber einfach so, dass es eine schöne Ecke wird. Also hier drüber stülpen und dann das Ganze hier an der Seite auch wieder mit einer geraden Naht schließen, damit wir hier praktisch diese Kante haben, die das dann fixiert. Ja, das würde auch einfach genäht werden und dann kann man vielleicht noch die Fransen, wenn man möchte, so ein bisschen korrigieren, dass man die hier unten wegschneidet. Da haben wir oft dann doppelte. Und das machen wir auf beiden Seiten und fertig ist die Hülle. Ja, jetzt, und du hast mit 8 € einen komplett neuen Stuhl. Genau, sozusagen. Und ich habe nicht mal einen Teppich zerstört. Das heißt, man kann da auch mal noch was anderes draus machen, wenn man will. Und das geht übrigens auch mit Stühlen, die keine lineare Lehnenform haben, sondern sowas hier, wie du siehst. Ne? Funktioniert genauso. Wow, ja stimmt. Eigentlich für alles. Am besten schreibt man sich noch also hier irgendwo auf der Rückseite an, für welchen Stuhl das passt. Weil wenn du es dann wäschst und wieder draufziehen willst, dann passt es nur auf diesen Stuhl, nicht auf irgendeinen anderen. Und das ist eine Puzzelei, bis das man alle wieder beieinander hat. Das habe ich selbst erlebt schon. Total schöne Idee. Und man hat wirklich Kreuz- und Querstühle in einen Look verkleidet. Und bequem ist es auch noch, weil man hat so ein bisschen was von hinten, wenn man der Sommerwind dann ranzieht. Ja, stimmt. Ne? Das ist ein schönes Material, muss ich sehr sagen. Sehr angenehm.